Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der Unterhaltung und willkommen zurück zu Biomutant. Ich habe nochmal die Einstellung geändert. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich kann leider gerade nicht rumtesten, weil wir sind gerade mitten in einer Sequenz, die wir nicht richtig steuern können. Ich hoffe, das klappt jetzt. Warte. Okay, bis jetzt sieht es gut aus. Wir machen mal kurz weiter, ja. Müssen wir jetzt leider durch. Mama, 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 Mama. Seh nix. Schwimmen hätten die mir mal beibringen sollen, die doofen Eltern. Das wäre mal sinnvoll gewesen. Wer mit reinem Herzen gelebt hat, braucht den Tod nicht zu fürchten. Ein Teil von ihr lebt immer in dir weiter. Guck mal, der kann ja doch schwimmen, der kleine Bastard. Was ist mit dem? Die Kreatur hungert nach mehr. Jetzt wird ihr nichts mehr im Weg stehen. Ein Opfer für jemand anderen ist nicht vergebens, sondern wird für immer an den Nächsten weitergegeben. Das Leben muss weitergehen. Ein wahres Opfer wird aus Liebe und Not erbracht, wenn es keine andere Lösung mehr gibt. Wer alles aufgibt, um zu retten, was einem wirklich wichtig ist, hat die größte Gewissensprüfung bestanden. Will er von mir? Was du für dich tust, stirbt mit dir. Was du für deine Sippe tust, bleibt auf ewig in ihrer Erinnerung. Nein, Papa. Papu. So wie der Moment vergeht und verblasst, bleibt nur die Einsamkeit zurück. Es bedeutet nicht, dass du die Vergangenheit vergisst, sondern nur, dass du weiterziehen musst. Wo bin ich? Ich will ins Dorf. Ich will mir das auch angucken. So richtig, Mann. Mal sehen. Wir interagieren erstmal. Also bis jetzt läuft das hier. Denkmal. Denk mal drüber nach. Oh, ich glaube, wir kommen nicht zum Dorf. Zumindest nicht von hier aus. Wegen Wasser. Da drüben ist das Dorf. Also wir sind auf ominöse Art und Weise hierher gekommen. Hier sogar ein Steg. Gibt es hier Boote? Boote, Boote, Boote. Okay. Schwimmen können wir nicht. Zumindest nicht so richtig. Ja, das Problem ist jetzt, das Spiel hat uns jetzt quasi hier rüber gebeamt. Das müssten wir... Wir gehen nochmal ins Dorf, keine Panik. Sobald die Zeit dafür reif ist. Würde ich sagen. Die Aufnahme läuft jetzt. Werte sehen auch noch gut aus. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Gelange zur Lichtung. Oh, eine alte Stadt, ne? Herstellungsmenü. Du kannst nun im Herstellungsmenü Waffen herstellen und deine Ausrüstung anpassen. Das mache ich gerne. Warum fehlt mir eigentlich Life Energy? Herstellung. Gehe zum Herstellungsreiter und Waffen. Ja, habe ich doch. Weiß ich doch. Habe ich doch gelernt. Hilf mir mal bitte. Herstellen. Ja. Wo? Ausrüstung? Rücken, Kopf, herstellen, Rumpf. Ja, ich würde gerne eine Waffe herstellen, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Haupthand, Nebenhand. Okay, auswählen. Inventar, du kannst deine Ausrüstung nach unterschiedlichen Werten sortieren. Du kannst das markierte Ausrüstungsteil verschrotten, um Herstellungsjahr.
Ich kann modifizieren. Neue Waffe kann nicht hergestellt werden. Du benötigst einen Nahkampf-Basistyp und ein Heft. Ich kann keine Schusswaffen herstellen. Ein Nahkampf-Basistyp und ein Heft. Was? Wo bin ich überhaupt? Wie ein Nahkampf-Basistyp? Achso, ich habe keine Ressourcen dafür, oder was? Achso. Und was soll ich dann herstellen, wenn ich dafür keine Ressourcen habe? Schwach für einen Fremd? Ausrüstung und Herstellung. Wo ist der Unterschied? Die Kreisemole Ausrüstung, Teil deines Körpers. Die gefunden oder bei Händlern gekommen. So, ach, hier kann ich Sachen alle ausrüsten oder was? Gesicht, nix. Rumpf, okay. Ach so. Das hat linke Schulter, nix. Rücken, nix. Wir haben halt auch nix, ne? Rechte Schulter, nix. Waffentechnisch haben wir. Den und den. Und herstellen. Wie kann ich denn Haupthand? Ich kann aber keine Schusswaffen herstellen, oder? Bin ich doof. Fernkampfwaffen? Kann ich Fernkampfwaffen herstellen? Anscheinend nicht. Können wir denn modifizieren unsere Waffen vielleicht? Mit X? Zusatzteil, Basistyp, Heft. Nippon. Ist das nicht schon? Macht keinen Unterschied, oder? Basistyp. Das Herstellen und Modifizieren von Ausrüstung bedarf gewisser Ressourcen, wie hier zu sehen ist. Nee, sicher nicht. Durch das Verschrotten Ausrüstung haben willst, erhältst du Ressourcen zur Herstellung. Die Qualitätsstufe des Gegenstandes wird hier angezeigt. Waffen von höherer Qualität fügen mehr Schaden zu. Die Qualität eines Gegenstandes kann an einer Verbesserungswerkbank verbessert werden. Das Material, aus dem der Gegenstand besteht, wird hier angezeigt. Bessere Materialien eignen sich für stärkere und mächtigere Waffen. Das Material kann an einer Verbesserungswerkbank verbessert werden. Manche Teile und Zusatzteile haben Spezialeffekte. Ja. Die Kombination aus Qualität, Material und Gefahrenschaden definiert die Seltenheit einer Waffe. Die Verbesserung einer Waffe erhöht die Seltenheit und ihre Basiswerte. Jede Waffe hat eine andere Anzahl an Modifikationsplätzen, in die Waffenteile angebracht werden können. Korkenzieher. Jetzt kann ich einen Korkenzieher anbauen. Ist das denn die Haupthand? Ich brauche für einen Fremd. Haupthand, Nebenhand. Ich weiß ja nicht mal, wo ich was ausgerüstet habe. Ich mache mal Haupthand. Modifizieren. Basistyp, habe ich nur den? Den Lageschneider. Aber ist ja eh schon dran. Hä, wieso muss ich das denn nochmal ausrüsten? So ein Schwachsinn. Warte mal, der macht 80 bis 110. Ach, okay, die machen beide. Zusatzteile. Der hat zwei Zusatzteile und der hat nur einen, ne? Oh ja, Basistyp, Zusatzteil, Zusatzteil. Dann mache ich hier mal den Korkenzieher drauf, oder? Zack. Noch einen habe ich nicht. Herstellen. Zack. Wir haben schon mal ein bisschen mehr Damasch. Okay, Inventar. Wir können Sachen zerstören, die wir nicht brauchen. Da haben wir aber nichts. Heilung, Munition. Und ansonsten haben wir nichts, ne? Werkzeuge, nur die. Und das war's. Okay. Jetzt habe ich aber nur. So, jetzt habe ich wieder beide ausgerüstet, ja? Das Katana ist Haupthand, ja? Okay. Ich
Bleib bei zwei Waffen, ne? Okay, das sieht gut aus. Sieht man den Kong hier? Ja, okay, der ist aber runtergerutscht anscheinend. Der ist da unten dran. Das ist okay. Gut, damit können wir arbeiten. Da vorne sind, glaube ich, schon ein paar Gegner. Oh, nee, das sind Freunde. Der Stamm hat einen Flauschkoloss gefangen. Pass bloß auf, das Viech ist kein Haustier. Ich passe. Ich gehe außen rum, okay? Sie konnten das Ding nicht bändigen. Der Flauschkoloss ist los. Alter! Der ist aber aggro. Der aber. Hier nix. Wo bin ich denn? Tuchfühlung. Toller Schuss. Ja, gut, dass ich ihn wieder nicht treffe. Und tot. Ich bin ausgewichen. Hat ja, okay, der erste Tod in diesem Spiel. Das läuft ja wieder hier. Ja. Werk ab und rückwärts, aber das läuft. Dann sehen wir mal den wunderschönen Ladebildschirm. Das kann man immer warten. Alter. Wie ihn einfach nicht angreift, ne? Hallo? Kaboom. Aber viel Leben. Das Problem ist, wenn ich gerade in der Sequenz drin bin und er dann zum Schlag ausholt, weil ich seinen Angriff nicht unterbrechen kann. Dann kann er mich halt angreifen. Okay, dem darf ich... Noch bist du nicht tot. Inspiriert. Alter! Wie viel Schaden macht denn der? Bang, bang. Jetzt aber. Ich hab schon wieder nichts hier. Wenn der im Angriffsmodus ist, dann kann ich den nicht treffen. Jetzt ist er doof. Alter, was für ein krasser Scheiß war das denn?
Obwohl sie den Flauschkoloss eigentlich im fernen Blättergewühl aussetzen wollten, hast du ihnen keine andere Wahl gelassen, als ihn zu erledigen. Es hieß, eine wahre Kämpferseele würde sie unterstützen. Die Begegnung mit dir wurde bereits herbeigesehnt. Eine Gruppe von Myriad-Kreuzfahrern ist bereits zum Murkadorpus-Außenposten aufgebrochen und wartet auf dich. Du solltest dich rasch hinbegeben, um ihnen zu helfen, den Außenposten zu erobern. Ja, sind wir denn stark genug? Du machst sie ganz. Von jetzt an sind die Myriad ungebrochen. Der Stammeskrieg beginnt. Und jetzt haben wir noch eine neue Stüwe. Ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr Gesundheit. Ach, das Gelbe. Jetzt da oben sehe ich das jetzt. Werte durch Gegenstände und Ausrüstung. Das ist das Gelbe. Alles klar. Mehr Schaden oder mehr Leben? Also der war aber gerade ein bisschen aggro, ne? Muss ich ja mal sagen. Der war schon hart. Gerade. Vor allem, ich finde das komisch. Ich bin in der Angriffssequenz drin und das stört ihn halt nicht. Der zuckt halt überhaupt nicht. Und ich bin in der Sequenz drin, die ich nicht unterbrechen kann. Und in dem Moment macht er halt so einen heftigen Angriff, den ich nicht mal mehr ausweichen kann, ne? Das ist ein, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen grenzwertig. Aber ist dann wahrscheinlich auch so ein Ding eher so Angriff, Angriff, Angriff und dann erstmal weg, gucken, was passiert und dann Angriff, 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 ne? Na gut, wir wollten eigentlich mal auf Intellekt gehen für mehr, was war nochmal? Kraft war, Stärke war, Nahkampfschaden? Und Kraft, Zielschaden, ne? Also eigentlich müssten wir auf Stärke gehen, wenn wir mehr Damage machen wollen, oder wir wollen mehr Ausdauer haben. Ich würde tatsächlich mal jetzt einen auf Intellekt machen. Dann haben wir davon ein bisschen mehr Energie. Und dann machen wir als nächstes eventuell wieder Vitalität oder Charisma vielleicht. Mache ich jetzt mal Intellekt. Bin ich jetzt mal schlau. So, wir haben noch ein Verbesserungspünktchen. Könnten wir mal... Was haben wir denn hier so für Talente? Zorn. Megahealen. Die Ki-Energie-Regeneration wird um 20% erhöht. Waffenbasierte Fernkampfangriffe. Unbesiegbarkeit. Deine Rüstung und dein Schaden werden bei Nahkampfangriffen um 20% erhöht, wenn du bei voller Gesundheit bist. Stufe 15. Okay, krass. Kritischer Schaden. Okay, das sind die Söldner-Talente. Und allgemein können wir eigentlich auch machen... Beutechance wäre eigentlich ganz nice. Deine biologischen Reittiere haben eine um 5% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Charmeur. Ich würde aber tatsächlich mehr Beute ist, glaube ich, ganz gut, da wir ja auch, wie gesagt, Waffen herstellen können und sowas. Ich das erstmal machen. So. Da fehlt auch der Sound gerade wieder. So, gibt es hier noch was? Hat der Loot dabei? Der hat einfach gar nichts dabei. Das ist ja toll. Richtig coole Type. Toller Mann. Tolles Vieh. So. Ab in den Keller. Dann geht die weiter. Nichts ist unter Kontrollzimmer. Was? Okay, ich soll die Tür untersuchen. Schau, dieser Notfallkoffer stammt aus den alten Tagen, als man mal fest zuschlagen musste, um zu überleben. Mhm. Wow, damit ist bestimmt jeder Schlag ein Volltreffer. 300 bis 350, okay, du hast die Klonkfaust gefunden. Dieses mächtige Werkzeug kann Wände durchbrechen. Es kann sogar als Waffe benutzt werden. Wähle es dazu im Ausrüstungsmenü aus. Du hast eine neue Waffe gefunden. Du kannst jetzt Spezialangriffe für diesen Waffentyp freischalten. Um dich ins Wung-Fu-Menü zu begeben, drücke Bup. Okay. Ich nehme die erstmal auf. Ausgerüstet ist sie anscheinend schon. Neues Wung Fu. Neue Waffenfähigkeiten. Wenn du einen neuen Waffentyp findest, kannst du... Ja. Okay. Kupferberührung. RT, RT, Y.
Für Nahkampf. Unbewaffnet Einhandhieb. Achso, das haben wir alles schon, ne? Ne, das hier haben wir nicht. Betrunkene Ameise. Beim Wung Fu. Die ist jetzt ausgerüstet. Und dann würde ich noch gerne das Katana. Kann ich das Katana noch zusätzlich ausrüsten? Oder geht das nur. Geht nur eins von beiden? Also das geht beides. Zwei Schwerter. Aber die Klongfaust geht nur einmal. Okay. Wenn du einen Gegner mit einem Spezialangriff triffst, füllt dies eines der Super Wung Fu Symbole links neben deinem Charakter auf. Sind alle Symbole gefüllt, kannst du den Super Wung Fu Status aktivieren. Du musst einen anderen Spezialangriff ausführen, um das nächste Symbol zu finden. Links neben deinem Charakter. Welcher Charakter? LT. Achso, ach stimmt, die Sachen haben wir auch noch, ne? Zack. Boah, das kostet aber viel. Noch was? Okay, jetzt habe ich die Klongfaust. Stimmt ja, das habe ich auch noch. Ne? Siehst du, deswegen brauchen wir auch mehr Ki-Energie. Das ist echt teuer. Okay, das war der versteckte Schlag. Boah, krasses Pferd. Okay. Zack. Nochmal großer. Was war das andere? Das war, glaube ich. Zweimal schießen und dann damit los. Okay. So, hier haben wir noch was. Toxanol war ein sogenannter Monsterkonzern. Diese Welt leidet immer noch an den massiven ökologischen Katastrophen, die er verursachte. Die von ihnen ausgelöste Apokalypse war das Ende ihrer Welt. Doch gleichzeitig war es auch ein Anfang. Für unsere Welt. Klongfaust. Um mit der Klongfaust eine Wand zu durchbrechen, musst du sie erst ausrüsten. Halten und dann loslassen. Okay. Boah. Okay, die hat schon ein paar geile Moves drauf. Ach, die ganzen Moves auswendig lernen ist so ein Ding, ne? Kostet auch Ki. Gar nicht mal so wenig. Eine andere Welt. Um Waffen zu wechseln, verwende entweder die Schnellauswahlmenüs oder begib dich ins Ausrüstungsmenü und wähle die Handblätter. Hier ist nix. Oh, da hinten wird's wieder kämpferisch. Solche Tunnel tragen manchmal die Stimmen der Vergangenheit weiter. Kannst du sie hören? Nö, erstmal nicht. Ich kann aber was sehen, oder? Toll. Getroffen? Hau doch nicht ab, was ist mit dem? Super Wung Fu, du bist bereit, dein Super Wung Fu zu aktivieren. Drücke zum Aktivieren linker und rechter Button. Wo ist denn das angezeigt? Wenn Super Wung Fu aktiviert ist, führst du andere stärkere Angriffe aus. Super Wung Fu ist mächtig, bleibt aber nur für begrenzte Zeit aktiv. Wir hätten den X, Y und RT. Boah. Das war schon wieder mit Wung Fu.
Okay, nice. Die Klangfaust ist ganz nice, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Ich muss mal ganz kurz auf eine Nachricht antworten. Moment. Ich weiß, es ist doof. Wir gucken uns gleich um. Moment, 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 das ist Arbeit, das ist wichtig. WhatsApp ist auch schon auf Englisch umgestellt worden, warum auch immer. So, wir haben ein paar Bio-Points, ne? So, haben wir eigentlich jetzt 2 oder 3? 3, okay, wir haben auch 3 von den Viechern besiegt. Gucken wir gleich mal. Erstmal noch sind die, glaube ich, nicht so notwendig. Oh, eine Jeans, gewöhnlich. Rüstung. Und ein bisschen Gesundheit. Wir gucken uns auch gleich die Ausrüstung an. Wir sammeln erstmal. Gucken erstmal, was hier so einzusammeln gibt. Ob es hier denn noch was gibt. Aber anscheinend steht nur ein Mülleimer rum. Ich schätze mal hier und da. Selbes Ding. So, wir sollen irgendwo da hinten hin. Hier so ein Mülleimer. Meine Mütze und ein Riegel. Jetzt finden wir auch Ausrüstung. Das ist schön.